Arabisch lernen muss einfach sein. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist Luay. Ich begrüße Sie zu dem Vortrag Nummer 25 des Arabisch-Sprachkurses auf unserem Kanal Akademie Dimashq oder Damas Akademie. Also, los geht's! Was machen wir heute? Also, in diesem Video lernen wir Folgendes kennen. Schritt Nummer 1 ist die Einleitung, wo wir heute die Zahl 200 kennenlernen werden. Im zweiten Schritt lernen wir dann den 25. Buchstaben. Und der letzte Teil unseres Vortrags ist Grammatik. Wir werden in diesem Vortrag mit dem Verb sein weitermachen. Die Zahl 200, man sagt Ar-Raqamu Mi'atan, Ar-Raqamu Mi'atan oder Ar-Raqamu Mi'atain, Ar-Raqamu Mi'atain. Wie wir sehen, beinhaltet das Wort Mi'atan nach dem Mim einen Elif, aber es wird nicht ausgesprochen. Die Sorte von Lam bei Ar-Raqam ist Lam Shamsiyah, denn der erste Buchstabe im Wort ist Ra. Wir sehen die Schreibweise in diesem Video. Also, Ar-Raqamu Mi'atan oder Mi'atain. Next. Unser Buchstabe von heute lautet Nun. Nun. Man schreibt den Nun ungefähr so, dass man einen Halbkreis malt mit der Ergänzung eines Punktes obendrauf. Es gibt gleich das erklärende Video, in dem klar gezeigt wird, wie man den Nun schreibt. Also, wie wir schon in der Serie gelernt haben, dass die Buchstaben verschiedene Formen haben, hat der Buchstabe Nun drei Formen, und zwar wie am Anfang des Wortes geschrieben wird, Mitte oder Ende des Wortes. Die Schreibweisen sehen wir gleich in den kommenden Beispielen. Und jetzt das Video. Harfun Nun. Harf bedeutet Buchstabe. Und jetzt die Hauptform. Mitte des Wortes und Ende des Wortes. Machen wir weiter. Hier haben wir zwei Beispiele von der ersten Form des Buchstabens Nun, also am Anfang des Wortes. Als einfache Beispiele haben wir hier das Nomen Najjar. Najjar, also Fatha auf Nun, Shadda auf Jim und Sukun auf Ra. Najjar. Najjar bedeutet Schreiner, Tischler oder halt auch Zimmerer. Und der Schreiner wäre An-Najjar. An-Najjar. Und das zweite Beispiel, das Nomen Nar. Nar. Also Sukun auf Ra. Nar. Nar bedeutet Feuer und das Feuer wäre An-Nar. An-Nar, also wir merken, Al mit dem Buchstaben Nun kommt Lam Shamsiyah vor. An-Najjar, An-Nar. Auf dieser Folie haben wir das erste Beispiel von eben, aber mit allen Sorten von Tashkilat und Tanwin.
Falls Sie den Vortrag von Teshkilat oder Tanwin nicht angeschaut haben oder gern nochmal anschauen möchten, können Sie sich an Vorträge 1 und 3 wenden. Dort habe ich sie ausführlich erklärt. Also, das Nomen Najjar ist ohne Al-Atarif, also ohne Artikel, deswegen verwendet man hier Tanwin am Ende, sodass Najjar mit Tanwin Al-Fath wäre Najjaran. Wir haben hier den Alef Ende Najjar hinzugefügt, Najjaran. Und mit Tanwin Al-Dam wäre Najjarun und mit Tanwin Al-Kasr Najjarin. Nun, das Nomen mit Al-At-Tarif An-Najjar verwendet man kein Tanwin mehr, sondern weiter mit Tashkila, sodass An-Najjar mit Fatha am Ende wäre An-Najjara, mit Dhamma am Ende An-Najjaru oder mit Kasra An-Najjari. Nun, das zweite Beispiel, Nar. Nar. Mit Tanwin Al-Fath wäre Naran. Wir haben hier auch den Alef Ende Nar hinzugefügt und mit Tanwin Ad-Dam Narun oder Narin mit Tanwin Al-Kasr. Nun Nar mit Al-At-Tarif, An-Nar mit Fatha am Ende wäre An-Nara oder mit Dhamma An-Naru oder mit Kasra An-Nari. Nun ein Video zum Zeigen der Schreibweise der Beispiele. Najjar, Najjar. Und mit Al-At-Tarif wäre An-Najjar. Nun das zweite Beispiel. Nar. Oder mit Al-At-Tarif An-Nar. Auf der nächsten Folie haben wir auch zwei Beispiele, aber von der zweiten Form des Buchstabens Nun, und zwar Menzel. Menzel, also Fatha auf Mim, Sukun auf Nun, Kasra unter Sei und Sukun auf Lam. Menzel. Menzel bedeutet Haus, Heim oder Unterkunft. Kommt drauf an, was man mit seinem Ausdruck meint. Und das Haus, Heim oder die Unterkunft wäre Al-Menzel. Al-Menzel, also Lam Qamariya, denn der erste Buchstabe im Wort ist Mim. Und das zweite Beispiel, das Nomen Sana. Sana, sodass Fatha auf Sin, Fatha auf Nun und Sukun auf Ta Marbuta. Sana. Sana bedeutet Jahr. Und das Jahr wäre As-Sana. As-Sana. Also Lam Shamsiya vorgekommen, denn der erste Buchstabe im Wort ist Sin. Also, das Wort Menzel ist ein Nomen ohne Al-At-Tarif, ohne Artikel. Sodass Menzel mit Tanwin Al-Fath wäre Menzilan. Wir haben hier den Alef hinzugefügt. Und mit Tanwin Ad-Dam Menzilon. Oder mit Tanwin Al-Kasr Menzilen. Nun, Al-Menzel ist ein Nomen mit Al-At-Tarif, sodass mit Fatha am Ende wäre Al-Menzila. Mit Dhamma Al-Menzilu. Oder mit Kasra Al-Menzili. Nun nehmen wir das zweite Beispiel, Sana. Mit Tanwin Al-Fath wäre Sanatan. Hier haben wir keinen Alef hinzugefügt. Der Grund dahinter ist Ta Marbuta. Wenn Ta Marbuta Ende des Wortes steht, dann addieren wir den Tanwin Al-Fath einfach obendrauf. Und mit Tanwin Ad-Dam Sanaton oder Sanatin mit Tanwin Al-Kasr. As-Sana ist ein Nomen mit Al-At-Tarif, sodass mit Fatha am Ende wäre As-Sanata oder mit Dhamma As-Sanatu oder mit Kasra As-Sanati. Nun ein Video zum Zeigen der Schreibweise der Beispiele.
Zimmer, Mensel. Und das zweite Beispiel. Also, sa, na, ha, sana. Als nächstes haben wir da zwei Beispiele der dritten Form von nun, aber am Ende des Wortes, und zwar das Nomen makan. Makan, also Fatha auf Mim und Sukun auf Nun. Makan. Makan bedeutet Platz oder Ort, je nach was man meint. Zum Beispiel, ich möchte gern den Ort X besuchen, wo Sehenswürdigkeiten gibt oder was auch immer. Oder auch als Platz gemeint. Wie zum Beispiel hier ist mein Parkplatz oder mein Platz, wo ich schlafe oder esse, etc. Und der Platz oder der Ort wäre Al-Makan. Al-Makan. Also Lam Qamariya, denn der erste Buchstabe im Wort ist Mim. Im zweiten Beispiel steht das Attribut Sachin. Sachin. Also Kasra unter Kha und Sukun auf Nun. Sachin bedeutet heiß. Der, die oder das Heiße wäre As-Sachin. As-Sachin, also Lam Shamsiya, denn der erste Buchstabe im Wort ist Sin. Wenn wir das erste Beispiel hier betrachten, Makan, sehen wir, dass der Nun Ende des Wortes steht und trotzdem die Hauptform nimmt. Das ist wegen dem Aleph vor Nun. Er verbindet sich nur mit dem vorherigen Buchstaben, mit dem nächsten nicht, also teilweise. Machen wir weiter. Hier das erste Beispiel, Makan, mit Tanwin al-Fath wäre Makanan. Wir haben hier regulär den Alef hinzugefügt und mit Tanwin al-Dam Makanun oder mit Tanwin al-Kasr Makanin. Nun mit al-At-Tarif al-Makan, wir benutzen kein Tanwin mehr, sondern weiter mit Tashkila, sodass al-Makan mit Fatha am Ende wäre al-Makana. Mit Dhamma al-Makanu oder mit Kasra al-Makani. Nun das zweite Beispiel. Sachin mit Tanwin al-Fath Sachinan, hier den Alif hinzugefügt, oder mit Tanwin al-Dham Sachinun und mit Tanwin al-Kasr Sachinan. As-Sachin ist ein Nomen mit Al-At-Tarif, sodass mit Fatha am Ende wäre As-Sachina oder As-Sachinu oder As-Sachini. Nun ein Video zum Zeigen der Schreibweise der Beispiele. Ma-ka-n, Makan. Sa-khe-n, Sachin. Das war alles bezüglich des Buchstabens Nun und als Abschluss kommen wir zu dem grammatikalischen Teil. Heute beschäftigen wir uns weiter mit dem Verb Sein. Mit der Zurückkehrung in den Vortrag Nummer 8 haben wir die Zeiten der Verben kennengelernt. Al-Af'al bedeutet die Verben und deren Zeiten sind drei, entweder Madi bedeutet Vergangenheit, Mudari' Präsenz oder Mustaqbal Futur. Jetzt haben wir auf dieser Folie das Verb der ersten Sorte Al-Kaun und bedeutet das Sein
Dieses Verb in Madi heißt kana, in Mudari' yakunu oder in Amr kun. Wir bemerken, das Verb in Madi besteht aus drei Buchstaben, nämlich Kaf, Alef und Nun. Machen wir weiter. Nun fangen wir auf dieser Folie damit, das Verb in Mudari', also in Präsenz, zu konjugieren. Nummer 1 haben wir Ana akunu. Ana akunu bedeutet ich bin. Nummer 2 Anta takunu. Anta takunu bedeutet du bist für maskulin. Nummer 3 Anti takunina. Anti takunina bedeutet du bist aber für feminin. Und Nummer 4 Hua yakunu. Hua yakunu bedeutet er ist. Und nun das Video. Ana akunu. Ana akunu. Anta takunu. Anta takunu. Antitakunina. Antitakunina. Also huwa yakunu. Huwa yakunu. Machen wir weiter. Hier auf dieser Folie haben wir Nummer 5. Hier takunu. Hier takunu bedeutet sie ist. Nummer 6. Nahnu nakunu. Nahnu nakunu bedeutet wir sind. Nummer 7. Antum takununa. Antum takununa bedeutet ihr seid für maskulin. Und Nummer 8. Antunna takunna. Antunna takunna bedeutet ihr seid aber für feminin. Und nun das Video. Hi ya ta ku nu. Hiya takunu. Na nu na ku nu. Nahnu nakunu. A n to m ta ku nu na. Antum takununa.
Nee, sorry, falsch. Antonata Kunna. Antonata Kunna. Machen wir weiter. Hier Nummer 9. Antuma Takunani. Antuma Takunani. Bedeutet, ihr seid für zwei Personen. Nummer 10. Hom Yakununa. Hom Yakununa. Bedeutet, sie sind für Maskulin. Nummer 11. Hunna Yakunna. Hunna Yakunna. Bedeutet, sie sind für Feminin. Nummer 12. Huma Yakunani. Huma Yakunani. Bedeutet, sie sind für zwei Personen maskulin. Und letztlich Nummer 13. Huma Takunani. Huma Takunani. Bedeutet, sie sind aber für zwei Personen feminin. Und nun das Video. Antuma Takunani. Antuma Takunani. Ho, Ja, kunu na. Hom ja kunu na. Kunna. Also, ho ma ya ku na ni oder huma ta ku na ni. Huma ya ku na ni für zwei Personen maskulin und huma ta ku na ni für zwei Personen feminin. Das war's für diesen Vortrag. Zum Schreiben üben des Buchstabens nun habe ich Ihnen unten in der Infobox eine Vorlage als PDF angefügt. Sie können sie ausdrucken und dann mit ihr in Ruhe das Schreiben üben. Außerdem habe ich ein kleines Quiz vorbereitet. Sie finden es ebenfalls in der Infobox. Und letztlich habe ich in einem dritten Dokument nochmal den Inhalt des Vortrags zusammengefasst. Ich hoffe, dass Ihnen der Vortrag einfach und verständlich war. Also viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.